Als Mutter hat man es nicht leicht. Vor allem, wenn man mehr als 8 Millionen unterschiedliche Kinder hat. Von all diesen wundervollen Lebewesen gehören Insekten definitiv zu den sonderbarsten, das ist mir klar. Die wenigsten von euch freuen sich, wenn sie ein Krabbeltier sehen. Ich möchte euch trotzdem ein ganz besonderes Insekt vorstellen. Allein schon der Körper dieser Dame kann bis zu 3,5 Zentimeter groß werden. Dann kommen noch die langen Beine und dieser lange Stachel dazu. Dieses Exemplar vergisst man so leicht nicht. Zu Hause ist sie in den Nadelwäldern der Nordhalbkugel. Schön und gut, aber die soll mir bitte nicht zu nahe kommen. Vor allem nicht mit diesem üblen Stachel, denkt ihr euch jetzt. Ich weiß. Für euch habe ich eine gute Nachricht. Dieser lange Stachel ist nicht zum Menschenstechen da. Die Dame sieht zwar auf den ersten Blick gefährlich aus, ist aber komplett harmlos für euch. Sie trägt den ausdrucksvollen Namen Holzwespen-Schlupfwespe. An dieser Stelle Glückwunsch. Richtiger Volltreffer bei der Namensfindung. Typisch Homo sapiens. Dieses Insekt sticht nicht, beißt nicht, überträgt euch keine Krankheiten und knabbert auch nicht eure Äpfel an. Honigtau ist mehr nach ihrem Geschmack. Hört sich doch schon gar nicht mehr so schlecht an, oder? Aber wofür ist der Stachel dann? Das zeige ich euch. Schlupfwespen sind sogenannte Parasitoide. Das bedeutet, dass sie ihre Eier auf einem anderen Insekt ablegen. Der Wirt wird von der geschlüpften Larve als Nahrung verwendet, bis sie sich verpuppt. Es erübrigt sich zu sagen, dass der Wirt das Ganze nicht überlebt. Ja, ihr habt recht, das hört sich schlimm an. Aber schauen wir es uns doch etwas genauer an. Bei einem Namen wie Holzwespen-Schlupfwespe muss man nicht lange raten, auf wen sie es abgesehen hat. Mit ihrem übermenschlichen Geruchssinn hat dieses Weibchen einen Baumstamm aufgespürt, in dem die Larven von Holzwespen leben. Sieht so aus, als hätte sie auch schon die perfekte Stelle zum Bohren gefunden. Obwohl ihr Legestachel so fragil aussieht, schafft sie es, in das Holz einzudringen. Sie lähmt eine Larve mit einem Giftstich und legt ihr Ei ab. Sobald die Schlupfwespenlarve geschlüpft ist, weiß sie sofort, was zu tun ist. 5 Wochen lang ernährt sie sich von ihrem Wirt. Präzise wie ein Kind, das Rosenkohl essen soll, lässt sie die überlebenswichtigen Organe bis zum Schluss übrig. Als Charles Darwin das sah, hat es seinen Gottesglauben erschüttert. Der hat genau so geschaut wie ihr gerade. Aber immerhin sorgen diese Schlupfwespen dafür, dass sich keine Holzwespen durch euren Putz fressen. Denn darum geht es hier mal wieder, nicht wahr? Ist euch mal aufgefallen, dass ihr euch nur für andere Lebewesen interessiert, wenn sie süß aussehen oder euch in irgendeiner Weise von Nutzen sind? Und bisher hat euch das ja auch keinerlei Probleme gemacht. Ihr wollt es einfach nicht lernen. Aber hier sind Neuigkeiten für euch. Natur ist nicht für euch gemacht. Und ihr seid auch nicht die Herrscher über mich. Ihr wollt an der Spitze stehen? Kommt mal wieder runter von eurem hohen Ross und schaut euch um. Ihr seid genauso ein Teil des Ökosystems wie diese Holzwespen, Schlupfwespe und alle anderen meiner ekeligen Kreaturen. Als Mutter hat man es nicht leicht. Vor allem, wenn man mehr als 8 Millionen unterschiedliche Kinder hat und eins davon sich nicht benehmen kann.